Ich hoffe, du hast keine Angst, Naturkatastrophen zu beobachten. Denn im heutigen Video haben wir für euch Hagelstürme, Vulkane, Lawinen und viele andere beängstigende und mächtige Naturkatastrophen. Sobald sich die Natur verrückt verhält, gibt es gelegentlich eine glückliche Person, die erstaunliche Aufnahmen davon einfängt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sowas noch nicht gesehen hast. Also macht euch bereit, mit mir zusammen Naturkatastrophen, die auf der Kamera eingefangen wurden, anzuschauen. Erdrutsche. Ein Erdrutsch kann durch einen starken Regenfall, Dürre, Erdbeben und sogar Vulkanausbrüchen ausgelöst werden. Am 3. Juni 2020 wurde ein riesiger Erdrutsch in Norwegen gefilmt, bei dem ein riesiges Stück Land mit einer Fläche von 24 Hektar, auf dem sogar Häuser standen, vom Land abbrach und einfach ins Meer rutschte. Ein Teil von Norwegen ist einfach unter Wasser versunken und hat nichts als eine große Verwüstung hinterlassen. Stell dir mal vor, du würdest dein Haus und deinen gesamten Besitz einfach im Meer versinken sehen. Ein weiterer Erdrutsch wurde in Malaysia 1993 auf Video festgehalten. Obwohl die Aufnahmen für die damalige Zeit nicht besonders gut sind, kann man dennoch sehen, wie beängstigend es sein kann, wenn plötzlich riesige Brocken vom Land lösen und mit unglaublicher Wucht zusammenbrechen. Es ist atemberaubend, sich anzusehen, wie große Teile des Landes einfach so verschwinden. Ich muss ehrlich zugeben, es wäre einfach großartig, davon ein paar Drohnenaufnahmen zu haben. Hagelsturm. Die meisten Menschen haben schon mal einen Hagelsturm gesehen. Wir reden hier von Eis, das einfach nur vom Himmel fällt. Hagel sind Wassertröpfchen, die in Gewitterwolken eingefroren werden, bis die Schwerkraft einsetzt und sie wieder zurück auf die Erde hageln. Meistens sind es winzige Eispellets, aber manchmal kann Hagel so groß wie ein Fußball sein. Genau wie dieser hier, der während des Sturms in Texas am 11. April 2020 gefallen ist. Unglaublich riesige Eiskugeln sind vom Himmel gefallen, haben Autoscheiben zertrümmert, beschädigten Häuser und zerschmetterten Fenster in den Gebäuden. Aber was in Guadalajara, Mexiko geschah, schockierte jeden, der am 30. Juni 2009 die Augen aufmachte. Ein massiver Hagelsturm hinterließ in einigen Teilen der Stadt fast 1,52 Meter Eis. Autos wurden eingeklemmt und hunderte von Häusern wurden beschädigt. Man kann einen Traktoranhänger sehen, der über einen Parkplatz fährt, der bis zur Hälfte von 1,2 Meter bis 1,5 Meter mit riesigen Eishageln bedeckt ist. Einige Leute haben diesen Hagelsturm als verrückt bezeichnet, weil niemand würde denken, dass in der schönsten Wüste Mexikos es hageln würde. Aber am außergewöhnlichsten an diesem Sturm war seine Intensität und die riesige Menge Hagel, die er mit sich brachte. Blitzschlag. Es gibt ein Naturphänomen in Venezuela, das den Namen trägt Leuchtfeuer von Maracaibo oder Catatumbo-Blitz. Einige nennen ihn auch das ewige Gewitter. Es mag vielleicht wie eine Übertreibung klingen, ein Sturm, der niemals endet, aber an der Stelle, wo der Catatumbo-Fluss auf den Maracaibo-See trifft, ist am Nachthimmel 9 Stunden am Stück ein erstaunliches Gewitter zu beobachten, das du mit Sicherheit noch nie gesehen hast. Tatsächlich gibt es hier im Durchschnitt 260 Gewitter pro Jahr. Dafür gibt es sogar einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde für die höchste Anzahl von Blitzen mit 250 Blitzen pro Quadratmeter in einem Jahr. In dem Monat Oktober kann man durchschnittlich 28 Blitze pro Minute sehen. Und das aus einer Entfernung von 400 Kilometer. Das ist wohl der wahrgewordene Traum eines jeden Blitzfotografen. Aber sei vorsichtig, geh nicht zu nah ran, sonst wirst du mit deiner Kameraausrüstung gegrillt. Lawinen. Lawinen können ein großartiges Naturereignis sein und Norwegen ist der beste Ort, um einige der größten davon zu sehen. Irgendwann im Oktober 2017 hat eine Person in Norwegen den Gipfel eines Berges bestiegen und dort mit der Kamera eine unglaubliche Lawine gefilmt. Am Anfang des Videos scheint sie nicht so groß zu sein, aber mit der Zeit wird die Geschwindigkeit des Schnees immer größer. Ungefähr eine Minute nach Beginn der Aufnahme sieht alles ruhig aus. Die riesige Schneelawine stürzt langsam hinunter, aber nur 10 Sekunden später kann man sehen, wie mächtig diese Schneelawine an der Seite des Berges hinunterrast. Pulverschneelawinen wie diese können Geschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde erreichen, mit einer Masse von über 10 Millionen Tonnen. Diese Lawinen können sich über weite Strecken begeben und sogar für kurze Zeit bergauf. Manchmal werden Lawinen auch absichtlich mit Sprengstoff ausgelöst, genau wie in diesem Clip von einer der größten Lawinen, die jemals gefilmt wurden. Stell dir einfach mal vor, du würdest so einem Ungetüm im Wege stehen. Solltest du von so einer Lawine überrollt werden, sind deine Überlebenschancen gleich null. Hochwasser.
Wenn es um Überschwemmungen geht, kann Mutter Natur ganz schön hart werden. Erst kürzlich trafen schwere Regenfälle Gebiete im Osten Libyens und verursachten Erdrutsche und massive Überschwemmungen. Die Bewohner des Landes haben Videos davon aufgenommen, wie riesige Flüsse aus schlammigem Wasser Autos und die Straße mit sich rissen. Ein großer Teil der Stadt war unter Wasser und die Überschwemmungen verursachten Schäden in Millionenhöhe an Häusern und der öffentlichen Infrastruktur. Ganz zu schweigen davon, dass sogar einige Menschen in ihren Autos einfach weggespült wurden. Ein weiterer Fall ereignete sich am November 2020. Italien wurde von einer schweren Überschwemmung heimgesucht, bei der sich große Erdlöcher auftaten und ein riesiger See aus Wasser und intensiven Regenfällen das ganze Land überschwemmten. Viele Straßen waren in den Städten so stark überflutet, dass Autos sogar vollständig im Wasser untergegangen sind. Gewaltige Flüsse traten über das Ufer und riss Autos und ganze Häuser mit sich. Taifun. Diese mächtigen Wetterphänomene können alles auf ihrem Weg auslöschen und haben normalerweise eine Windgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Am 11. November 2020 fegte ein mächtiger Taifun der Kategorie 4 namens Wamco über die Philippinen, dort bekannt als Ulysses. Er verursachte die größten Schäden, die jemals gesehen wurden und gilt als einer der schlimmsten Überschwemmungen seit 2009. Aber es gab einen noch viel schlimmeren Taifun namens Goni, ein tropischer Wirbelsturm, der als Kategorie 5 Super-Taifun auch auf den Philippinen landete. Er hat seine Kategorie 5 Stärke für einen ganzen Tag beibehalten, mit 10-minütigen anhaltenden Winden von 220 km pro Stunde und hatte eine Minute lang Winde von 313 km pro Stunde. Es war der stärkste und intensivste Super-Taifun, der jemals aufgezeichnet wurde. Ein weiterer Taifun namens Maggie richtete 2016 Schäden in Taiwan und Ostchina an. Er hinterließ 3,89 Millionen Menschen ohne Strom und war der zweitschlimmste Stromausfall der Geschichte. Dieser massive Sturm richtete Schäden in Millionenhöhe an, riss Stromleitungen und Bäume aus dem Boden und zerstörte dabei weitere Autos. Bevor du deinen nächsten Urlaub auf den Philippinen buchst, solltest du dich vielleicht vorher über das Wetter informieren. Auch wenn es dir vielleicht nicht helfen wird, kann es nicht schaden, sich vorher zu informieren. Nur damit ihr es wisst, die Philippinen werden häufig von Naturkatastrophen heimgesucht und halten daher den dritten Platz der gefährlichsten Orte auf der Welt. Regenbombe. Ich wette, du hast noch nie von diesem verrückten Wetterphänomen gehört. Die Insel Kauai, Hawaii, wurde 2018 mit 13 Meter Regen in nur einem Jahr und 1,27 Meter in nur 24 Stunden getroffen. Sowas nennen unsere Klimajungs eine Regenbombe. Wenn man sich das Videomaterial und die Fotos dieser Wetterphänomene ansieht, muss man vermutlich an eine Atombombe denken. Es gab massive Überschwemmungen und Häuser standen teilweise unter Wasser. Das Wasser hat eine orange Farbe, da es sich durch den Eisengehalt im vulkanischen Boden verfärbt hatte. Wasserhosen oder Speier. Tornados sind schon beängstigend. Aber es hat sich herausgestellt, dass sie eine Schwester haben. Die sogenannten Wasserhosen oder Wasserspeier. Es ist eine rotierende Säule aus Regenwolken, die meistens auf dem Ozean oder in einem See landen. Normalerweise sind sie nicht stark genug, um ernsthafte Schäden zu verursachen, da sie eigentlich weit vom Land entfernt sind. Doch manchmal können sie sogar Häuser beschädigen, genau wie diese beiden doppelten Wasserspeierformationen, die sich in Thailand 2019 zugetragen haben. Einerseits sind sie beängstigend, doch andererseits sehen sie wunderschön aus. Wenn du so etwas gerne mal im echten Leben sehen willst, musst du einfach nur Thailand besuchen. Denn hier gibt es normalerweise fast 50 Stück in einem Jahr. Manchmal können diese Wasserspeier riesig werden. Genau wie dieser hier, der am 21. Oktober 2020 in Rhodos, Griechenland aufgenommen wurde. Die Menschen waren fassungslos, als sie diesen massiven Wasserspeier erblickten, der sich auf die Inseln zubewegte. Insgesamt bildeten sich 4, von denen einige die Hauptstraßen erreichten und Schäden an den lokalen Geschäften verursachten. Von einem dieser Wasserspeier wurde gesagt, dass er sogar Boote in die Luft gehoben hat und sie über das Ufer warf. Waldbrand. Waldbrände gehören zu den zerstörerischsten Naturgewalten, die der Mensch je gesehen hat. In den meisten Fällen sind Waldbrände jedoch klein und werden nach einigen Tagen gelöscht. Aber wenn du dir dieses Videomaterial anschaust, von den jüngsten Waldbränden in Kalifornien, wirst du mit Sicherheit auch schockiert sein. Zu dem Zeitpunkt, als das Video aufgenommen wurde, sind fast 4.400.000 Hektar Land verbrannt. Das sind 4% der 100 Millionen Hektar Land des ganzen Staates. Der Staat hat seit August 2020 mit 367 Waldbränden zu kämpfen gehabt. Niemand ist sich zu 100% sicher, wie all diese Brände entstehen. Januar und Februar sind die Waldbrandsaison, denn sie sind die trockensten Monate im ganzen Jahr und daher sehr anfällig für Waldbrände, was die Aufzeichnungen der Geschichte bestätigen.
Es wurden viele apokalyptische Aufnahmen von ganzen Berghängen gemacht, die durch die verheerenden Brände rot am Glühen waren. Diese Brände sind sogar so mächtig, dass auf Satellitenbildern kilometerweit dicke, braune und orangefarbene Rauchschwaden über Kalifornien und Oregon zu sehen sind. Vulkan. Ich denke, dass einige von euch gerne mal einen aktiven Vulkan besuchen würden. Aber pass bloß auf, sie sind mächtiger als du denkst. Was wäre, wenn du in der Nähe bist und einer plötzlich sich entscheidet auszubrechen? Der Vulkan Anak Krakatoa, Kind des Krakatoa, formte sich zurück am 29. Dezember 1927. Seitdem gab es sogar einige aktive Ausbrüche vom Vulkan. Am 17. Oktober 2018 gab es eine kleine seitliche Explosion an der Oberseite des Vulkans und schickte eine mächtige Aschewolke in die Luft. Rotglühende Lava und Gesteinsbrocken sind den Vulkan hinuntergerollt. Ein Boot voller Touristen fuhr zufälligerweise genau in diesem Moment an dem Vulkan vorbei. Aber diesen Vulkan, den ihr gerade seht, den gibt es nicht mehr. Das liegt daran, dass dieser Vulkan 2 Monate später erneut ausgebrochen ist. Dieses Mal ist er aber vollständig zusammengebrochen und hat einen unterseeischen Erdrutsch verursacht. Die Folge war ein Tsunami, der 313 Kilometer der Küstenlinie mit Wellen überschwamm. Teilweise haben die Wellen des Tsunamis eine Höhe von 13,4 Metern erreicht. Aber das sind nicht die einzigen vulkanischen Aktivitäten, die auf unserer Welt passieren. Am 24. Mai in der östlichen Riftzone des Vulkans Kilauea brachen 24 Spalten aus, schüttete rotglühende Lava übers Land. Auf dem Weg zum Ozean hat die Lava eine Verwüstung von mehreren Millionen Dollar hinterlassen. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.